Weil das ganze Versprechen dieses Abkommen ist, dass die Menschen, die dann in den Grenzverfahren abgelehnt werden, zügig zurückgeführt werden. Entweder in den Herkunftsländern oder in sicheren Drittstaaten. Ja. Aber wenn wir keine Abkommen haben mit diesen Staaten, wird das nicht gelingen. Dann werden sich diese Leute stauen da in den Grenzlagern und dann wird das zu Moria-artige Zustände führen. Also nur wenn die zügige Rückführung gelingt, und die gelingt nur in Zusammenarbeit mit Drittstaaten, werden wir weiterkommen. Und das ist, denke ich, wo die Priorität liegen sollte. Und